Sehr verehrte Damen und Herren, Herr Präsident, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, das ist die Haltung des Senats zu den desaströsen Personalverhältnissen in bezirklichen Jugendämtern. Nicht gesehen haben Sie, dass die Kolleginnen des Jugendamtes in Gesundbrunn weiße Fahnen aus dem Fenster gehängt haben, weil sie fürchten, vor ihrer Arbeitsbelastung zu kapitulieren. Nicht gehört haben Sie, dass die Leiterinnen aller Jugendämter mit einem offenen Brief um Hilfe riefen, weil, Zitat, die Funktionsfähigkeit der Jugendämter zur pflichtgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben gefährdet ist. Nichts gesagt haben Sie zu den wiederholten Brandbriefen der Jugendhilfeausschüsse, die auffordern, den akuten Personalmangel endlich zu beheben, weil die Kinderschutzstellen in einigen Sozialräumen kaum noch arbeitsfähig sind. Was, möchte ich gerne wissen, was muss bitte noch passieren, damit der Senat merkt, dass es hier bereits 11:55 ist? Und wann nehmen Sie endlich die gestiegenen Anforderungen an die Jugendämter zur Kenntnis? Es gibt eine Vielzahl von gesetzlichen Neuregelungen auf Bundes- und Landesebene, also Mehrarbeit. Die Bevölkerungszahl wächst, es wird ständig von der wachsenden Stadt geredet und die Bevölkerungsstruktur verändert sich kontinuierlich, Stichwort Flüchtlingsfamilien. Laut Sozialstrukturatlas leben 36% der Berliner Kinder in sozialen Risikolagen und diese Risiken wachsen. Und ganz wichtig, es haben sich neue zusätzliche Handlungsbedarfe aus der Auswertung der tragischen Kindertodesfälle ergeben. Dass daraus Konsequenzen erwachsen, das haben wir hier alle gemeinsam eingefordert. Im Ergebnis ist zum Beispiel verstärkte ressortübergreifende Netzwerkarbeit gefragt. Das gesamte Umfeld des Kindes muss stärker in den Fokus, die Wohnsituation, die Väter, der fehlende Kita-Platz, also mehr Arbeit. Und die braucht mehr Personal mit mehr Zeit, und zwar jetzt schon. Aber die Jugendämter bleiben, wie sie sind. Und schlimmer noch, auch über Ihnen hängen die schwarzen Wolken von Personalabbau und Sparvorgaben. Gerade gestern war auch der letzte der 12 Berliner Bezirke gezwungen, die unselige Rahmenvereinbarung zum Stellenabbau zu unterschreiben. Und auch das ist bekannt, wer die Etats der Hilfen zur Erziehung überschreitet, sprich bedarfsgerecht finanziert, steht am Pranger, wie jetzt gerade Lichtenberg. Anstatt die neuen finanziellen Spielräume Berlins zu nutzen und die soziale Infrastruktur bedarfsgerecht auszubauen, wie das jetzt endlich möglich wäre, wird an den irrsinnigen Personalabbauvorgaben für die Bezirke festgehalten, auf Knochen der Mitarbeitenden. Für die Jugendämter heißt das, die Arbeitsanforderungen an die Einzelnen steigen qualitativ und quantitativ. Es müssen immer mehr Fälle betreut werden. Und was hier Fall heißt, ist in der Regel eine Familie mit komplexer Problemlage. Der Bund empfiehlt, dass eine Person höchstens 60 Fälle betreuen soll. Dieser Schlüssel wird in allen Berliner Bezirken überschritten. Wer 90 Fälle betreut, der hat noch Glück. Wer zum Beispiel in Tempelhof arbeitet, muss auch schon mal für 120 bis 140 Familien da sein. Besonders gefährlich ist es im Bereich Kinderschutz, wo das Leben und das Wohlergehen der Kinder uneingeschränkt der Wachsamkeit bedürfen. Das leisten und verantworten stellvertretend für uns alle die Kolleginnen in den regionalen sozialpädagogischen Diensten. Für diesen Bereich braucht es zuallererst eine Lösung, deshalb unser Antrag hier. Schon in Maßen ist diese Arbeit anstrengend. Die sich dafür entscheiden, tun das aus Überzeugung und mit hohem Engagement. Sie wollen nicht mehr als ihre Arbeit gut machen, aber es fehlt an Zeit zu reflektieren, sich auszutauschen. Es fehlen Zeit und Geld für Fortbildung. Es fehlen sogar Vertretungskräfte. Von Auszeiten und zeitweisen Umsetzungen in weniger belastete Bereiche gar nicht zu reden, etc. etc. Und die logische Folge ist, es fehlt an Nachwuchs, weil diese Arbeit unter diesen Bedingungen eben nicht attraktiv ist. Es hilft doch nicht, den Kopf weiter in den Sand zu stecken, und es bringt nichts, den schwarzen Peter immer wieder auf die Bezirke zu schieben und mantrahaft auf ein längst überholtes Personalbemessungsmodell aus 2009 zu verweisen, das schon damals nicht angenommen wurde. Die Finanzierungsweise der Bezirke und die Kosten- und Leistungsrechnung mit der Produktmenge als Messinstrument für den Bedarf an sozialer Dienstleistung muss endlich auf den Prüfstand. Unser Antrag schlägt nächste Schritte vor, damit in allen Bezirken gute verbindliche Standards zweckgebunden und bedarfsgerecht mit Ressourcen ausgestattet werden. Das Land Berlin hat nicht nur den schutzbedürftigen Kindern gegenüber eine Fürsorgepflicht, sondern auch gegenüber seinen Mitarbeitenden. Und Kinderschutz braucht nun mal Kinderschützer.